Bevor ihr mit dem Schwein anfangt, Gassi-Training zu machen, fragt bei eurem Veterinär, ob es überhaupt erlaubt ist, dass ihr mit euren Schweinen Gassi gehen dürft. Wenn nicht, hat sich das ganze Thema erledigt. Und ihr braucht die Gassi-Erlaubnis auch schriftlich. Also bringt nicht, wenn einer sagt, ja, ihr dürft, ihr braucht es auf alle Fälle schwarz auf weiß. Regel Nummer 1, man übt erstmal in der Wohnung oder im Stall oder wo auch immer das Tier sich befindet. Paul? Und das Allerwichtigste ist, dass das Tier daran gewöhnt ist, die Schuhe akzeptiert. Und nicht, dass man das einfangen muss hier irgendwie und der will das ja nicht. Paul, kennt das natürlich schon. Hier machen wir das dran. Guck mal, ich kann ganz alleine ins Geschirr gehen. Ja, Pauli ist ein Streber, weil wir haben es hier übt, bis es aus seinen Ohren kam, weil er fand das Geschirr genauso blöd wie jedes normale Schwein, weil es engt ihn ja ein. Paul? So groß, genau. Er geht ganz alleine ins Geschirr, weil er so groß ist. Prima. Ich kann übrigens diese Geschirr nur für Tiere empfehlen, die folgsam sind. Also ich habe auch schon gehört, dass Bulldoggen und andere Hunde da rauskommen, wenn sie keinen Bock haben. Die bleiben dann einfach stehen und laufen rückwärts. Paul? Komm hier, Paul, Geschirr. Soll heißen, diese Geschirr ist natürlich nicht ausbruchssicher. Wenn Paul keinen Bock hat, geht er einfach rückwärts, wenn ich ziehe. Paul, sperr dich mal. Und dann ist er, ihr seht, raus. Das ist blöd, wenn er an der Straße steht und das Schwein haut ab, ganz blöde Nummer. Deswegen nur für Schweine, die wirklich erzogen sind oder Hunde generell. Paul, wieder rein. Gut. Schnallen wir das dicke Ding fest. Paul, warte. So. Und wie man jetzt in der Wohnung übt, da zeige ich euch morgen. Schöner Arsch, Paul, wa? Holt richtig mal auf. Keiner will einen Arsch sehen. Keiner! Keiner!